Der Crash der Deutschen Bank, die folgende Weltfinanzkrise und die folgende völlige Verarmung der USA. Norbert Nelze, Internationalen Sozialisten. Bevor die neue Weltordnung geboren ist, wird sie schon in den Köpfen des Wall Street-Adels von hunderttausend Lohnabhängigen niedergetrampelt werden. Wir werden nach dem Fall der Deutschen Bank, der in naher Zeit passieren wird, die Gewissheit haben, dass die weltweite Finanzkrise die Finanzplätze mit in das schwarze Loch reißen wird. Der schwedisch-schweizerische Marktbeobachter Egon von Krajec meint sogar, Zitat, es ist wahrscheinlich, dass es zu sozialen Unruhen, Kriegen, Hunger, Krankheit und massivem Leid für die meisten Menschen kommt. Zitat Ende. Link 0. Soziale Unruhen ist ja noch lieb ausgedrückt. Vandalismus, Plündereien und Bürgerkriege, Meuchelmorde und Selbstmorde werden uns begleiten. Titelzitat: Österreich bereitet sich auf soziale Unruhen vor. Link 1. Titelzitat: Angst vor Aufständen. Bundeswehr bildet Soldaten im Häuserkampf aus. Das war schon am 10.08.2014. Link 2. Wie weit es schon mit der Krise der Deutschen Bank gekommen ist, sieht man am besten an ihrem Aktienkurs im Vergleich mit der Lehman-Aktie. Wir sehen, der Untergang der Deutschen Bank wird recht zeitnah vor sich gehen. Der deutsche Staat wird sich bei der Hilfe der Deutschen Bank mit ihren 75 Billionen Euro Wettderivaten verheben und mit untergehen. Wenn er ihr nicht hilft, dann auch. Titelzitat: Egon von Greyers. Deutschland wird mit der Deutschen Bank untergehen. Link 4. Das Spekulantentum und die Betrügerpolitik der Ackermann-Ära. Siehe Video. Link 5. Rächt sich nun gewaltig. Es ist aber nicht nur die Deutsche Bank. Viele europäische Banken stehen vor dem Aus. Titelzitat: Deutsche Wirtschaftsnachrichten in der Abwärtsspirale. Bankenkrise in Europa. Aussitzen ist der größte Fehler. Link 6. Alle Aktienkurse verliefen auch so wie bei der Deutschen Bank. Die Aktienstände vom 1.10.2016 sind oft noch niedriger. In Europa befinden sich alleine laut IWF 15 der 28 gefährlichsten Banken der Welt. Link 7. Jede einzelne Bank ist eine finanzielle Atombombe mit einem Zeitzünder und kann den weltweiten großen Crash jederzeit auslösen. Die Deutsche Bank ist nur die gefährlichste von ihnen. Die Deutsche Bank soll nun für ihre Gangstereien 14 Milliarden Dollar an die USA bezahlen. Sie hat aber nur noch 1,6 Milliarden Dollar Eigenkapital. Um einem sofortigen Kollaps zu entgehen, wurde erst einmal ein Gerücht gestreut, dass sie sich mit der USA auf 5,4 Milliarden Dollar geeinigt hätte, obwohl die Delegation von der Deutschen Bank noch gar nicht verhandelt hatte. Das wurde am Freitag gemeldet und die Delegation von der Deutschen Bank ist erst am Sonntag in New York eingetroffen. Titelzitat: Deutsche Bankaktie steigt nach Gerücht über Einigungen mit US-Justiz.
wenn jetzt einer einen falschen Schritt macht, geht die Bombe hoch. Die US-Amerikaner wissen doch, dass die Deutsche Bank am Ende ist, dass ihr Zusammenbruch den Crash des ganzen weltweiten Finanzsystems zur Folge haben wird. Titelzitat: Deutsche Bank droht die US-Regierung mit Systemkollaps. Welt, Link 9. Warum kommen die gerade jetzt mit dieser Forderung? Oder ist der Angriff auf die Deutsche Bank jetzt der bewusste Auslöser für die ganz große Krise, die von der Wall Street forciert werden soll, um in der Bevölkerung eine Zustimmung für die neue Weltordnung herzustellen? David Rockefeller sagte 1994 vor der UN, Zitat: Wir stehen kurz vor einer weltweiten Umformung. Alles, was wir benötigen, ist die richtige, bedeutsame Krise. Und die Nationen werden die neue Weltordnung bejahen. Link 10. Sinngemäße Übersetzung aus Ex-Wikipedia 2010. Inzwischen gelöscht. Soll der bewusste Schritt der USA in den Systemkollaps jetzt mit der Deutschen Bank ausgelöst werden? Das ganze weltweite Finanzsystem wird mit untergehen. Wie wird der große Imperialist mit dieser Situation umgehen? In der Regel wurden nach der Krise Anfang des 20. Jahrhunderts und nach den 1929er Depressionen Weltkriege initiiert. Die USA drohen Russland im Rahmen der Ukraine und Syrien schon seit längerem mit Krieg. Aber sie haben auch 20 Billionen Dollar Schulden. Und außerdem, Titelzitat: Brzezinski sieht die US-Weltherrschaft am Ende. Link 11, Titelzitat: US-Militärexperten, US-Armee verliert an Kampfbereitschaft. Link 12, die russische Armee ist moderner und mit dem Bündnispartner in China hat sie weitaus mehr Soldaten. In dem AT-Deutsch-Artikel bezweifelt Russland zwar die militärische Schwächung Amerikas, aber das muss auch Russland aus seiner Position. Aber es wird an dem Eindruck des US-Militärexperten schon etwas dran sein. Im Nahen Osten hat die USA doch heute schon nichts mehr zu sagen. Funkstille mit Saudi-Arabien, mit Israel, mit der Türkei, mit Syrien und dem Irak. Stattdessen reden sie alle mit Putin. Nach George Friedman kann die USA heute schon zwar eine Armee zerschlagen, aber kein Land besetzen und kontrollieren. Siehe Video von George Friedman Rede bei Stratfor bei 3 Minuten 20 Sekunden. Link 13. Mit der Finanzkrise wird auch der totale Kollaps besonders in den Ländern kommen, die auf dem Finanzsektor ihren Schwerpunkt gelegt haben. Und das sind die Vereinigten Staaten mit 70% Finanzsektor und das Vereinigte Königreich mit 30%. Wir erinnern uns an die Diegliste des Dienstleisters der westlichen Geheimdienste. Link 14. Nach dieser Liste beträgt nach der Finanzkrise bzw. nach 2025 das Durchschnittseinkommen der US-Amerikaner nur noch $9.061. Das wäre gegenüber heute mit $54.000 ein Rückgang von 45.000
839.000 Dollar oder 83,5%. Das entspräche etwa dem Entwicklungsland Angola mit 7.300 Dollar, vielleicht etwas mehr. In Großbritannien wäre die Entwicklung noch härter. Dass viele von 37.300 Dollar auf 7.526 Dollar pro Jahr, fast wie Angola. Das wäre ein Rückgang von 80%. Oje, die stolzen Briten und die mächtigen Weltherrscher. Sie können dann unmöglich noch einen Krieg führen. Noch dazu, da die USA statt 319 Millionen Einwohnern nur noch 65 Millionen Einwohner zählt und die US-Militärinvestitionen nach der Finanzkrise um 99% von 756 Milliarden Dollar auf 7,248 Milliarden Dollar fallen werden. Nicht zu vergessen ist auch, dass nach einer Finanzkrise Russland dann das Land mit dem höchsten Durchschnittseinkommen wäre, nämlich 27.120 Dollar pro Jahr. Sie würden von einer Finanzkrise sogar noch profitieren, weil die russischen Banken kaum mit den anderen Banken verknüpft sind. Auch wenn die Diegeliste vielleicht alles etwas übertrieben darstellt, wird die Entwicklung in diese Richtung gehen. Und nur ein Bruchteil davon langt für Amerikas Ende als Weltpolizisten. Wir sehen, dass die USA sich zunehmend ihren Weltkrieg an die Backe schmieren kann. Es wird mich etwas ganz anderes passieren. Der Fall der Deutschen Bank wird eine Weltkrise auslösen, in der die Politiker zeigen, dass sie kein Geld mehr haben. Kaum haben die Massen die Pleite ihrer Politiker bemerkt, werden sie überall revoltieren, wie 1989 in der DDR. Es wurde bekannt, dass die Regierung kein Geld mehr hat. Da spazierten eine Woche später 70.000 Kollegen über den Leipziger Ring. Natürlich werden die alten Alpha-Menschen noch einmal öfters versuchen, ihr Revier klar als das ihre kennzeichnen. Aber vergebens. Auch wenn sie wie Rockefeller die abgewirtschaftete Marktwirtschaft mit einem Weltmonopol ersetzen werden, werden sie jämmerlich untergehen. Auch ein Weltmonopol braucht permanentes Wachstum, denn die Oligarchen wollen neben ihrem Spielzeug auch ihren Reichtum in Gold oder Geld beiseite schaffen und somit ständig dem Wirtschaftskreislauf entziehen. Das aber ist ein tödlicher Widerspruch. Die Wall Street hat keine Zukunft mehr. Null. Sie hält sich nur noch mit Gerüchten, Statistikfälschungen und abenteuerlichen Versprechungen über Wasser. Nur die Arbeiterklasse dagegen hat die totale Zukunft. Besonders werden viele Betriebe geschlossen und die Arbeitslosenrate wird unermesslich steigen. Das zwingt die Kollegen dazu, wenn sie ihre Arbeit behalten wollen, ihre Betriebe zu besetzen und in Selbstverwaltung weiterzuführen. Besonders in Südamerika, wo es schon 450 positive Beispiele, Link 15, von selbstverwalteten Betrieben gibt. Vergleiche, Kapitalismus geht, Betriebe ohne Boss kommen. Link 16. Wird diese Bewegung gestärkt sich vervielfachen?
Wir erleben jetzt die spannendste Zeit nach 7000 Jahren Klassenherrschaft. Ihr Ende und den Anfang der Räterepublik. Norbert Nelte, Internationalen Sozialisten.